Hallo, was machen Sie dann? Willkommen zurück zu einem neuen Tutorial für die Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns mal auf mehrfache Modus Displacement Materials an oder Displacement Texturen an. Materials hat man in der Unreal Engine 5 ja nicht mehr. In der Unreal Engine 4 war es ja noch so, dass man Displacement Texturen genutzt hat, um halt Geometrie mithilfe von Material zu faken. Das brauchen wir in der Unreal Engine 5 jetzt nicht mehr machen. Es ist viel effizienter, Meshes selbst darzustellen, also komplette Geometrie darzustellen, als sie zu faken. Deswegen hat sich Epic gedacht, okay, echte Polygone sind mit Nanite eh nicht so aufwendig. Wir schmeißen das komplett raus. Alles, was Detail hat, soll halt als Mesh vorhanden sein und nicht gefaked sein. Es optimiert da, ist halt durch das Nanite-Verfahren einfach besser darzustellen. Was genau Nanite ist und wie das funktioniert, werde ich vielleicht mal ein separates Video machen. Momentan müssen wir aber nur wissen, ist es mit Hilfe von Nanite viel, viel leichter, Millionen von Polygonen darzustellen wie eine 4K-Textur. Also, das sind schon große Zahlen. Dementsprechend soll man jetzt übergehen und einfach mit Hilfe von Nanite-Meshes erstellen, die halt viele Polygone haben, die die Details halt schon in sich haben und nicht über Displacement faken. Das gleiche gilt natürlich auch für die Landscape. Auch hier gibt es halt keine Displacement mehr über das Mesh selbst. Man kann es, soweit ich gesehen habe, faken, aber es ist halt alles andere als optimal. Man muss halt sehr, sehr aufpassen, was man damit macht, weil halt die Erstellung von diesen Displacements, das Darstellen, sehr viel aufwendiger ist für die Engine, als wenn man jetzt die Meshes halt selber darstellt. Sprich, man hat eine Landscape, die man als Fundament nutzt und alles, was so Stöcke, Steine, egal wie klein sie sein mögen, ist immer noch effizienter, diese als Geometrie darzustellen, als halt tatsächlich sie als Textur zu faken. Auch was angeht, wie diese Felswände und so weiter, das ist effizienter, wenn man sagt, okay, ich mache ein komplettes Mesh als Felswand hin, bevor ich da irgendwie über Displacements im Material was fake. Sehr, sehr, sehr viel optimierter und leichter für die Engine zu machen, wie jetzt halt alles über die Landscape selbst als Displacement Map. Ich hoffe, man hat verstanden, worauf ich hinaus will. Es macht mehr Meshes mit Polygonen als Displacements. Es ist effizienter für die Engine zu verarbeiten. Wer wissen will, warum, wird demnächst ein Nanite-Video geben, wo ich das nochmal erkläre, wie das Verfahren funktioniert, warum es so ist. Für uns ist es wichtig, momentan Polygone sind einfacher zu rechnen wie Texturen. Lange Rede, kurzer Sinn. Und genau das werden wir für uns nutzen. In der Unreal Engine 5 haben Displacements, wie gesagt, eine komplett andere Funktion. Mit Hilfe von Displacement Maps können wir komplette Meshes umgestalten. Wir können mit der Displacement Map halt Polygone baken. Und genau das werde ich jetzt euch zeigen, wie das funktioniert. Dazu nutzen wir diese wunderschöne Textur, die ich in Quixelmixer erstellt habe. Wir haben hier in der Plane doch so eine schöne Steinwand. Und genau diese Steinwand werden wir jetzt in der Unreal Engine 5 übernehmen. So. Okay, einmal in Unreal. Wie ihr seht, ich habe eine niegelnagelneue Szene aufgemacht, eine Third-Person-Template-Szene. Es ist noch nichts drin, bis auf die Texturen, die ich aus Mixamo raus importiert habe und hier reingeladen habe. Ich habe auch schon Material aufgesetzt mit halt Base Color, Roughness, Normal und Ambient. Alle Texturen, die ich halt aus dem Quixel-Mixer rausbekommen habe. Bevor wir jetzt aber starten können und unser Displacement nutzen können zum Baken, müssen wir erstmal die Tools aktivieren. Dazu gehen wir im Edit, gehen wir in Edit, Plugins. Und suchen Modeling Tools. Da war es auch gerade hier. Aktivieren diese Tools. Wenn ihr die noch nicht aktiviert habt, einfach Häkchen setzen, neu starten. So, nachdem wir unsere Plugins aktiviert haben, können wir auch schon loslegen. In meinem Fall brauche ich jetzt erstmal eine Plane. Ich habe das ja alles auf eine Plane gebaked. Funktioniert mit jedem anderen Mesh auch. Überall, wo ihr halt ein Mesh mit einer passenden Displacement habt, könnt ihr nutzen. Ist vollkommen irrelevant, was ihr da habt. Ich wollte erstmal eine Plane, die klaue ich mir auf dem Starter-Content und ich habe doch hier irgendwo Shapes. Hier haben wir Shape Plane, die dupliziere ich mir. Nennen sie einfach mal Steine. Das hier ist jetzt erstmal noch ein normales Static Mesh. Ich brauche aber ein Nanite Mesh. Diese ganze Sache funktioniert halt nur gut mit den Nanite-Sachen. Kein Problem, wenn ihr Sachen importiert, macht einfach das Häkchen bei Build Nanite. Solltet ihr generell überall machen, wo es möglich ist, einfach weil diese Nanite-Meshes einfacher für die Engine sind zu rendern. Für Sachen wie jetzt hier Starter-Content, wo ihr sagt, okay, ich habe keine Ahnung, ist es jetzt Static, ist es jetzt Nanite, egal. Oder ihr habt einfach Sachen, die ihr schon drin habt und habt das Häkchen vergessen oder es ist noch von einer Unreal Engine, von einer anderen Szene übernommen worden. Geht hin, Rechtsklick, Nanite, Enable und das rendert das um. Ihr könnt aber auch Doppelklick machen und auch hier gibt es einen Haken, Enable Nanite. Viele Wege führen nach Rom. Das hier ist jetzt ein Nanite-Mesh. Wie ihr seht, die haben auch schon Nanite-Triangles und Nanite-Vertices. Funktioniert wunderbar. So, dann ziehe ich mir das in die Szene. Mache das vielleicht ein bisschen höher, mache das vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen näher ran.
So, das ist jetzt erstmal unsere Play, mit der wir arbeiten können. Wir können ja da schon mal die Textur drauf machen bei unserem Stein. Momentan noch nicht so spannend, ist noch keine Tiefe drin. Das ändern wir jetzt. Wir gehen hier oben in diesen Auswahlbox, nenne ich es jetzt mal, gehen auf Modeling. So, dann kriegen wir hier ein neues Fenster. Für alle die Sachen ausgegraut sind, geht nochmal und checkt eure Plugins. Eventuell habt ihr das Plugin nicht aktiviert, dann ist das alles ausgegraut und nicht funktionsfähig. Und für alle, für die es funktionsfähig ist, gehen etwas runter, unter die Form, finden wir Displays. Da drücken wir mal drauf. Und dann passieren erstmal ganz merkwürdige Sachen. Ich mache das mal zu. Standardmäßig ist hier immer eine Perlin Noise drauf. Wir gehen jetzt einfach mal drauf und sagen Texture 2D. Und hier kriegen wir ein neues Fenster, wo wir unsere Textur einfügen können. So, dann nehme ich meine Displacement, ziehe die da rein. Und zack, sieht das doch schon mal ein bisschen anders aus. Die Sache ist die, ich habe hier relativ wenig Polygone. Selbst wenn ich die Subdivision hochmache, funktioniert das noch so semi-gut. Können wir beheben, indem wir einfach sagen, okay, ich gehe einfach auf 0 und sage, okay, ich akzeptiere das jetzt erstmal und mache einfach mal meinen Subdivision-Count hoch. Dann gehe ich nochmal auf Displays, mache das Ganze nochmal und ich habe das falsch erwischt. Nein, ich verliere. Da drauf. Displays. Okay. Und dann habe ich wieder so was Lustiges. Machen wir das hier mal auf 10. Und schon sieht es doch schon schöner aus, so wie ich es haben möchte. Dann fiddeln wir ein bisschen hier mit rum. Bis wir was haben, womit wir zufrieden sind. Und sagen, okay. Finde ich jetzt so gut, können wir so lassen. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen runter. Machen wir mal auf 5. Und schon haben wir hier doch wunderschöne Geometrie, die nicht gefaked ist. Das ist eine echte Geometrie. Wenn wir damit auch zufrieden sind, sagen, okay, tippitoppi, so wollen wir das. Auf akzeptieren. So, das kann unter Umständen ein bisschen dauern, bis das einmal berechnet ist. Wir haben ja schon jede Menge Polygone hinzugefügt. Das können wir auch checken. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf Stein, Doppelklick. Und was sagt hier? Nanite Triangles, knappe 500.000. Ein großer Unterschied. Was war die normale Plane? Dann können wir mal gegenchecken. Die normale Plane ist von Vertices, ja, von Triangles 32 auf 500.000. Schon ein großer Unterschied. Dennoch, dadurch, dass das ein Nanite Mesh ist, ist es für die Engine kein Problem, solche Assets zu rendern. Wir können problemlos mit dem Ding arbeiten. Es hat so gut wie keine Auswirkungen auf unsere Performance durch das Nanite-Verfahren halt. Ah, so sieht man es halt ein bisschen schlecht. Ich stehe wieder so hin. Das ist so jetzt mal ein großer Anstieg an Polygonen, den wir jetzt in diesem Mesh haben. Nichtsdestotrotz ist es für die Unreal Engine durch Nanite wesentlich effizienter, dieses Mesh so zu nutzen, wie es ist, als wenn wir das über Displacement Maps gefaked hätten. Aber auch hier kann man das natürlich übertreiben mit den Subdivisions zum Beispiel. Aber diesen Balanceakt hat man ja generell als Artist in der Engine. Wie viele Polygone brauche ich und wie viele Polygone sind zu viel? Das ist immer so ein Akt, so ein Balanceakt, wo man gehen muss. Aber die Grenze ist halt deutlich weiter oben, wie sie vorher schon war. Nanite ist doch für uns eine super Unterstützung, dass wir einfach mehr Polygone in unser Spiel laden können, ohne dass wir halt negative Auswirkungen haben, wie jetzt längere Ladezeiten, die FPS gehen runter und solche Geschichten. Ist auch eine schöne Sache. So, und das war es jetzt erstmal mit Displacement Maps. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen klären. Jetzt wisst ihr, wie ihr Displacements nutzen könnt, um Geometrie zu erstellen. Und ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.